So, da bin ich nochmal. Jetzt geht es um den Song Time After Time von Elliot Minor. Das Problem ist, ich habe nur knack eine Version an Griffen gefunden und die ist ohne Griffe für den Chorus. Das ist natürlich eigentlich total Banane. Ich habe jetzt innerhalb von 30 Sekunden versucht, irgendwas zu finden, was wir da reinstopfen können. Es ist nicht so perfekt, vielleicht, naja, ich würde sagen, jemand unter euch, der sowieso keine Tutorials braucht, um einen Song zu lernen, der wird das wahrscheinlich auch nicht können, aber vielleicht fällt euch trotzdem noch irgendwas ein. Ich zeige euch nachher, was ich mir gedacht habe. Ansonsten tut es mir leid, aber ich kann mir die Griffe auch nicht aus den Finger saugen. Ich habe leider nicht das ultimative Gehör und kann einen Song hören und dann kann ich einfach die Griffe sagen, sondern ich muss mir die auch immer suchen. Also ich mache jetzt mal so weit wir kommen. Und beim Chorus sage ich euch dann mal das, was ich mir gedacht habe. Okay. Gut. Was habe ich mir jetzt hier aufgeschrieben? Wartet mal kurz. Ja. Steffi hat sich wieder einen komischen Spickzettel gemacht, in dem sie Chorus geschrieben hat, obwohl sie gar keinen Chorus hat. Also keine Griffe für den Chorus. Also, für das Intro brauchen wir... Könnt ihr meine Gitarre überhaupt komplett sehen? Nö. So, jetzt. Also, ein D-Moll, ein A-Moll, nochmal ein D-Moll, ein C, ein F, ein C, ein F, ich mache das F jetzt mal so, ein A-Moll und ein G-Moll, das ist wie ein E-Moll, aber im fünften Bund und den dritten Bund sperrt ihr. So, ich habe mir um das Intro jetzt gar keine großen Gedanken gemacht. Ich denke mal, das machen wir so wie die Strophen. Und die Strophen machen wir nämlich so. Also 1, 2, 3, 4. Und dann noch das G hin mal. Müsst ihr bitte mal gucken. Mir ist das Intro nie so wichtig. Aber auf jeden Fall sind das die Griffe und die Strophen werden so gestrummt, dass ihr pro Griff viermal down geht. Down geht, down strummt. 1, 2, 3, 4 und das relativ schnell. Ein Video an sich ist das ja mit E-Gitarren, also mit Akustikgitarre ist das ja dann immer so eine Sache. So zu strummen wie mit einer E-Gitarre, damit das zumindest ein bisschen so klingt. Ja, lange Rede, kurzer Sinn. Guckt euch das Intro nochmal an, aber ich denke, wir können das so machen. 4 Downstrums pro Griff. So, dann kommen wir endlich zur Strophe. Da brauchen wir D-Moll, A-Moll, D-Moll, C und dann brauchen wir F, C, F, A-Moll. So, diese 8 Griffe werden viermal wiederholt und dann habt ihr die erste Strophe durch. Das wird ziemlich schnell gesungen, gesprochen, wie auch immer. Und deswegen macht ihr einfach alle Griffe hintereinander einfach so rucki-zucki durch und ihr macht immer nur 4 Downstrums. Also D-Moll, 1, 2, 3, 4, A-Moll, D-Moll, C, F, C, F, A-Moll, D-Moll, A-Moll, D-Moll, C, F, C, F, A-Moll, D-Moll, A-Moll, D-Moll, C, F, C, F, A-Moll, D-Moll, A-Moll, D-Moll, C, F, C, F, A-Moll. Okay, mit Text kann ich es glaube ich nicht, aber... Another day waking, na-na... Nee, kann ich nicht. Ich kann nur na-na-na machen. Das ist mir zu viel Text. Und den kann ich nicht. Na-na-na-na-na-na-na-na-na. Das war nur die halbe Strophe. Ich lasse das mal kurz laufen, damit ihr überhaupt einen Eindruck bekommt, was ich hier meine überhaupt. Intro lassen wir mal weg. Ich bin raus. Ich war noch nicht mal drin. Stopp, ich muss ein bisschen weiter zurückspulen, sonst komme ich da gleich nicht rein. Thank you.
Ich bin schon wieder nicht drin. Ah, Steffi! Das ist das Problem, es wird sehr schnell gestrummt, beziehungsweise am Anfang ja mit Piano, Klavier, was auch immer. Ich versuch's noch einmal. Stopp. Dann kommt, das würde ich jetzt sagen, ist der Pre-Chorus. I hear the sound of something new. Das ist jetzt dieses G-Moll, also E-Moll im fünften Bund und den dritten Bund sperren. Wie habe ich das darin gemacht? Ich glaube, 8 Downstrums. I hear the sound. Und dann F. Also so. Of something. Und dann das C. Ja, also entweder macht ihr das G-Moll 8 Down, ja, das macht ihr 8 Downstrums. Und bei dem F bin ich mir nicht ganz sicher, entweder auch 8 Downstrums und dann das C 16 oder ihr macht das F 4 Downstrums und das C dann 20. So irgendwie. Ich weiß nicht, was besser klingt, was besser zum Song passt. Auf jeden Fall das G-Moll 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dann das F. Ich mach das jetzt mal viermal. 1, 2, 3, 4 und dann das C. 1, 2, 3, 4. Mache ich die andere Version eben. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dann das F. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ich hoffe, ihr könnt es irgendwie erkennen. Ja, viel mehr können wir da nicht machen mit Gestrumme und so. Ist schwierig. Wir können ja nur irgendwie so den Rhythmus aufgreifen von dem Song. Und das ist bei solchen Songs, die so mit E-Gitarre sind und so, immer ein bisschen schwierig, finde ich. Meine Meinung. Das klingt doch kacke. Nee, wir lassen das einfach mit Downstrums. So, wenn euch ein anderes Drumming einfällt, dann sagt Bescheid. Jetzt kommt der Chorus, zu dem ich keine Griffe habe. Time after time and nothing has changed. Ich habe mir gedacht, wir machen das einfach immer im Wechsel D-Moll, A-Moll und dann D-Moll und dann C und dann wieder D-Moll, A-Moll und dann wieder D-Moll und C. Was meint ihr? Ich suche das mal eben. Ich finde das jetzt sowieso nicht, oder? Das ist immer das Problem, wenn man den Song nicht kennt. Time after time and nothing has changed. So, das muss ich jetzt suchen. Ey, haben wir es ja. Also, wie gesagt, ich würde sagen, D-Moll, A-Moll, D-Moll, C immer im Wechsel. Ihr könnt ja mal hören. Ich versuche das mal eben da reinzukriegen. Das war schwierig. Also wartet. Time after time, nothing has changed. Das passt nicht so perfekt, vor allem nicht der Schluss, aber ich bin echt eine Niete, wenn es darum geht, irgendwo Griffe reinzupacken, wo keine Griffe vorgegeben sind. Ihr könnt das ja so machen, vielleicht fällt euch noch was Besseres ein, dann schreibt es in die Kommentarbox. So, und dann kommt die nächste Strophe und die ist ein kleines bisschen anders als die erste. Jetzt brauchen wir D-Moll, A-Moll, D-Moll, C, also das ist jetzt wie am Anfang, aber dann F, C, F, A-Moll, das hatten wir am Anfang auch. Aber die ganze erste Strophe bestand nur aus diesen beiden Variationen und die wurden viermal wiederholt. Jetzt ist diese Variation mit D-Moll, A-Moll, D-Moll, C, F, C, F, A-Moll, wird dreimal wiederholt.
Dann spielen wir zweimal D-Moll, A-Moll, D-Moll, C. Und zum Schluss spielen wir nochmal einmal F, C, F, A-Moll. Schreibe ich alles in die Infobox. So, und dann ist das... Ja, was bringt euch das jetzt ohne Text? Ich strumme euch das mal kurz vor. Also 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Quatsch. Gott. Machen wir nochmal den Anfang. Das hätte ich jetzt für den Chorus genommen, das letzte sollte jetzt den Chorus darstellen, aber es passt nicht so ganz 100%. Gut, ja, ein etwas inkomplettes Tutorial, aber ich fand ja leider keine Griffe dazu.